Dunkle Mächte sind im Audimax der BTU zugange. Und er ist dafür verantwortlich. Dr. Olaf Gutschka kann auf Besen reiten, Objekte schweben lassen. Da ist nichts drunter. Und ins Wasser greifen, ohne nass zu werden. Das Ganze sieht aus wie Magie à la Harry Potter. Und genau das soll es auch. In Fantasy-Filmen passieren viele merkwürdige Dinge. Die wollte Dr. Olaf Gutschka im Rahmen der Kinderuni auch mal probieren. Magie braucht er dafür nicht, ihm reicht die Wissenschaft. Ich mache ja oft Physikexperimente für Schüler und für Studenten. Und da kam es oft vor, oder kommt oft vor, dass die sagen, oh, sie können ja zaubern oder das ist ja magisch oder sie haben die Macht und so. Und da ist dann die Idee entstanden, dass man einige von diesen Dingen mal unter diesem Motto zusammenfassen könnte. Unterstützung bekam er von Leuten, die sich mit Fantasy auskennen. Elbenwald war diesmal Partner einer besonderen Ausgabe der Kinderuni. Besonders nicht nur wegen dem Thema. Für Olaf Gutschka war es ein Jubiläum. Seit 10 Jahren gibt er regelmäßig kindgerechte Vorlesungen zu physikalischen Themen. Schon damals war er mit viel Herzblut dabei. In seiner ersten Kinderuni ging es um Thermodynamik. Damals blähte er im Vakuum einen Schokokuss auf. 10 Jahre später muss dafür ein Kürbis herhalten. Die Kinder konnten so die magischen Tricks ihrer Lieblingsfilme mal live sehen. Oft gibt es für sie ganz irdische Erklärungen. Die markanten Geräusche der Raumschlachten aus Star Wars sind zum Beispiel ganz simpel mit einer langen Feder entstanden. Der Sounddesigner kam beim Spielen mit so einer Feder drauf und das hat ihm gefallen, das Geräusch. Okay. Ähnlich wie seine jungen Zuhörer ist auch Olaf Gutschka von klein auf ein Fan von Fantasy-Geschichten. Seine Helden hießen aber nicht Harry Potter, Luke Skywalker oder Frodo. Nee, ich bin ja nun schon ein bisschen älter als die Kinder hier. Zu meiner Zeit hieß das ja Märchenbücher und Märchenfilme und nicht Fantasy. Und da gab es auch keine Fantasy-Shops und so. Trotzdem habe ich in der Welt gelebt, aber da gab es diese Serien von heute noch nicht. Ich habe halt, wenn das jemand kennen sollte, Der Zauberer der Smaragdenstadt, diese Buchserie, das war so meine Welt. Da habe ich gelebt und da habe ich mich mit den Figuren identifiziert. Am Samstag muss Olaf Gutschka dann noch mal ran, diesmal aber auf dem Senftenberger Campus. Um 11 Uhr gibt es dort eine weitere Kinderuni. Auch dann heißt es wieder: Bleibt neugierig, bleibt fantasievoll und möge die Macht immer mit euch sein. Tschüss!